So Leute, willkommen zurück zum großen Showdown hier. Showdown Nummer 1 zumindest. Von Sabato Tomb Raider 1. Wir haben es mit einem atlantischen Boss hier zu tun. Und es blitzt und flimmert. Es ist sehr dunkel. Neuer Effekt finde ich cool. Und er hat so viel Abwehr, ey. Aber zum Glück sind die anderen Eier zu. Das ist sehr wertvoll. Ja, ja, ja. Weg, 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 weg. Der explodiert gleich. Einer noch. Ja. Cooler Einstieg in das erste Level. Quatsch. Die erste Folge von dem Level, die große Pyramide. Und es ist so geil, wie das hier flimmert. Hör ich einen fliegenden Atlantor? Ja. Das ist jetzt einfach. Ach, es sind zwei. Nehmen wir jetzt die Pistolen, weil die Schrotflinte ist es mir gerade nicht wert für diese Viecher. Und was anderes haben wir nicht mehr. Das ist ja das. Oh, 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 oh. Moment, das speichern wir gerade mal zwischen. Das ist ganz schön hektisch hier alles. Ich kann mich gerade kaum auf irgendwas konzentrieren. Wow. Oh, jetzt sind wir gerade hier rausgeflogen. Ah, jetzt sind wir ganz runter, raus und runter geflogen. Läuft ja. Ja, das ist jetzt vergebene Liebensmühe. Das, ging Morgana Macabre genauso. Ich glaube, sie hat sogar denselben Satz gesagt. Im Forgotten Treasure. Let's play. Boah Gott, wir müssen erstmal hier raus aus dem ganzen Chaos hier. Wow. Da müssen wir jetzt irgendwie rauskommen. Nehmen nochmal Medipack. Am besten in diese Lücke. Weil dann kommen wir. Sind wir erstmal hier ein bisschen safe. Das ist gerade mein Ziel, da reinzukommen. Weil dann können wir den Dingern vielleicht ein bisschen ausweichen. Oh, jetzt sind wir gerade wieder. Das sind aber auch ganz schön viele. Weil ich dachte erst, die Eier wären leer gewesen. Aber das ist ja schwieriger als der Endkampf. Das ist ja Wahnsinn. Medipack. Oh, shit. Oh, ist das schwer, ey. Aber wenn wir da reinkommen, haben wir eine gute Chance, das von einer guten Schisserposition aus zu machen. Wir werden aber hier runtergestummt. Boah, das ist voll schwer, ey. Halleluja. Großes Medipack. Und da rein. Medipack. So, das ist gut. Genau das wollte ich erreichen. So, jetzt müssen wir erstmal auch die Speicherstände hier aufräumen. Für meinen inneren Monk und so. Hier. So. Ich muss mal kurz unterbrechen, ob die Aufnahme noch läuft. Ja, alles gut. Ich war gerade nur irritiert, weil wir das letzte Mal so rausgeflogen waren. Und es dann nicht mehr aufgenommen hat. Atlantis erste Folge. Da war ich jetzt dann unsicher. Gut, das machen wir jetzt einfach so, weil das ist gerade irgendwie easy. Auch wenn das ewig dauert, aber so kriegen wir es hin. Wir brauchen nur Geduld. Und ich glaube, es sind auch nur noch drei, ne? Weil einen haben wir ja schon am Anfang getötet. So, voll die Schisser-Methode hier. Aber jetzt ist mir sowas von egal. Was gemacht ist, ist gemacht, ne? Obwohl, wir haben doch auch Uzi noch, ne? Dann könnte es schneller gehen. Weil die ist nämlich ein bisschen stärker. Wir finden ja bestimmt auch nochmal neue Munition. Wir können ja mal gleich gucken, was wir überhaupt finden. Dass wir das so ein bisschen halt einplanen können. Aber das geht dann doch ein bisschen schneller als mit den Pistolen, weil die Waffe einfach stärker ist. Ist das so oder hat die nur eine höhere Schussfrequenz? Das können wir gerade mal ausprobieren. Ach so, der hat nur eine höhere Schussfrequenz, ist aber gleich stark. Das heißt, das hätte man sparen können. Aber ist egal. Aber dann wissen wir das jetzt. Das heißt, wahrscheinlich sind Magnum, Uzi und Pistolen komplett gleich stark, nur die Schussfrequenz ist einfach schneller. Und deswegen macht man mehr Schaden.
Interessant zu wissen. So, jetzt gucken wir erst nochmal in die Statistik. Es gibt 13 Sachen zu finden, 18 Gegner, das ist eigentlich recht übersichtlich. Haben wir 2 Folgen für Zeit und sind schon 3-mal gestorben und noch 5 Minuten erst gespielt. So ist das. Jetzt nehmen wir erstmal die ganzen Sachen mit, die hier rumliegen, weil das hätten wir jetzt schon mal. Ach, kein Secret, ne? Haben wir gesagt. Ja, da können wir nichts mehr verpassen. So, Magnum-Munition. Haben wir da auch wieder ein bisschen was von. Können wir mal als Standardwaffe jetzt wieder nehmen. Und Schrot. So, da sind wir doch erstmal wieder gut ausgerüstet. Finde auch übrigens dieses Bebgeräusch cool, weil das sind einfach diese Kugelgeräusche aus Tomb Raider 1, die hier so als Erdbeben dargestellt werden. Finde ich cool. Passt auch irgendwie. Ist gut gemacht. Hat man aber ja öfter bei diesen Erdbeben, so bei Tomb Raider 1, dass das diese Kugelgeräusche eigentlich sind. Und halt der Flimmer-Effekt mit dem Licht, der ist auch cool, ne? So, haben wir hier noch irgendwas? Hier ist so dunkel. Ne, da ist nur eine Wand. Okay, der Aufbau ist jetzt hier ein bisschen anders als im Original. Da geht es jetzt einfach gerade runter. Gucken wir, ob es auch zu diesem Blockschieberätsel kommt. Finde ich spannend zu wissen. Moment. Oh. Die kommen wohl von allen Seiten. Oh, doch, wir haben das überlebt. Okay, ich wollte gerade eigentlich laden. Okay. Kommen wir hier raus überhaupt wieder? Bewegt sie sich oder nicht? Ich glaube, so ein bisschen schon, oder? Oder nicht? Nee, wir hängen fest. Aber wir haben es überlebt. Das finde ich cool. So grundsätzlich. Aber wir müssen einfach rennen, weil die Kugel uns verfolgen. Okay, das war dumm. Obwohl, nee, sie kommen noch nicht, die Kugeln. Wir müssen dann irgendwie hier um die Ecke irgendwo. Ah, da rum. Ah. Obwohl, die hat uns ja gar nichts mehr verfolgt. Das ist gut. Wo ist die stehen geblieben, die Kugel? Da. Ah, okay. Das war ja entspannt. Dann sehen wir weiter. Hier haben wir nochmal Munition. Und da geht's runter ins rote Blutplasma getränkte Wasser oder was auch immer es ist. Wissen wir immer noch nicht genau. So, dann hier lang. Ah, da ist ein Loch im Boden. Da ist eine Luke, die müssen wir wahrscheinlich aufmachen. Das heißt, wir müssen erstmal runtertauchen. Ja, die große Pyramide ist irgendwie ganz anders als das Original bisher, ne? Also der Anfang schon mit dem Kampf, klar. Aber... ja. Ne, das hier ist irgendwie alles ein bisschen anders. So, wir nehmen jetzt ein Medipack, es ist mir echt alles ein bisschen wurscht gerade, weil wir so viele Medipacks übrig haben. Ist eher wichtig, Munition zu sparen, denke ich. Und wir müssen auch schneller in die Luft kommen. Aber sind wir. Gut. Ein neuer Raum. Da finden wir einen Hebel vor. Ah. Aha. Medipack. Wir nehmen da jetzt einfach den Magnum für. Oder nehmen, ach, wir nehmen da jetzt die Schrotflinte. Weil für die Nattla am Ende brauchen wir eher eine Schnellschusswaffe als eine Nahkampfwaffe, weil sie immer weit weg fliegt. Sehen wir aber dann. Die ist halt ein bisschen schwerfälliger hier, ne? Wow. Explosion. Aber da liegt ja Medipack rum, da können wir das direkt nehmen. Aber unser Verschleiß ist ganz schön groß hier in den letzten Levels. Aber dafür haben wir es ja mühsam alles gesammelt, ne? Deswegen passt das. Aha, aha, aha. Dann Hebelchen. Öffnet wahrscheinlich diese Luke. So, ist hier noch weiter etwas? Nee, ne? Das heißt, wir springen jetzt hier wieder zurück. Jetzt müssen wir halt wieder durch diese Türen kommen, ohne dass wir davon geköpft werden. Das wäre das Ziel. Oder sterben gar. Was einhergeht miteinander. Ja, bis Lara so losschwimmt, auch mit dieser hackeligen Steuerung, das ist gar nicht so einfach, das richtig abzupassen. Weil wenn du die Taste zum Tauchen gar nicht mehr drückst, schwimmt sie noch einen halben Kilometer. Das ist voll interessant. Macht es hier nicht einfacher. So viel steht fest.
Okay, das haben wir überlebt. Das ist mir auch egal, wie gesagt. Wir haben genug Sachen. Ja. Das haben wir aber nicht mehr geschafft. Gut, dann haben wir noch eine Chance, es einmal besser zu machen. Nee, war es nicht. Auf dem Hinweg war das gar nicht so schwer, ne? Aber jetzt auf dem Rückweg haben wir jetzt plötzlich Probleme. Seht ihr das? Ich habe einmal kurz die Taste gedrückt und sie taucht so weit. Das ist wirklich ganz... Nee, wirklich. Ich habe nur einmal kurz gedrückt, aber jetzt hat es ja geklappt. Speichern wir mal zwischen. Ja, unter Wasser ist die Steuerung noch unfiligraner. Und nichts wie raus. Jetzt haben wir zwar wieder einen Haufen Leben verloren, aber es ist egal. So, unser Ziel ist es übrigens, dann hochzukommen, Nadla zu treffen, die Skions zu zerstören und am Ende Nadla zu töten. Das ist das Ziel. Für die, die es nicht wissen. Hier ist noch eine Luke. Haben wir noch irgendwo eine? Hier? Ach, da geht's raus. Oder ist das nur ein Luftloch? Ich habe hier gerade nicht so die Orientierung, muss ich sagen. Runter mit uns. Haben wir überhaupt Hintergrundgeräusche? Das fällt mir überhaupt nicht mehr auf in letzter Zeit. Oder sind diese Erdbebengeräusche die Hintergrundgeräusche? Das kann auch sein. Ah, hier geht's raus, oder? Ah, ja. Gut. Oder? Nee. Ach nee, sind wir ja ursprünglich reingekommen, oder? Und diese Luke ist noch zu. Nee, die ist jetzt auf... Hä, ich check grad gar nichts mehr. Irgendwie bin ich hier ein bisschen verwirrt und lost. Aber da gab's, glaube ich, noch... Na, nee, komm. Noch eine andere Tür. Da ist ein Unterwasserhebel, da müssen wir die andere auch noch aufmachen, um dann da rauszukommen. Uiuiui. Na gut. Aber das kriegen wir hin. Da haben wir schon Schlimmeres geschafft in diesem Spiel hier. Da ist die Tür. Lara, da ist die Tür. Würde ich, glaube ich, im echten Leben auch sagen, wenn sie mich besucht. Speichere mal kurz zwischen. Oh, ich hasse das. Ja, diese Unterwassertüren sind so scheiße. Oh, das überleben wir nicht. Also wir speichern am besten zwischen jeder Tür. Sind es zwei oder drei? Weiß ich jetzt gar nicht. Ach, hier hat man aber ein bisschen mehr Platz. Es sind aber... Ah, nee, ja, doch, hat geklappt. Wir sind schon wieder weiter geschwommen, als ich wollte, aber diesmal hat es geklappt. Jetzt haben wir aber auch gar nicht so viel Zeit, weil die halbe Luft schon wieder weg ist. Auch gar nicht so einfach hier. Tauchen wir halt schnell hier durch. Aber schnell überlebt man auch mal nicht so schnell, ne? Schnell, schnell ist auch nicht immer die Lösung. Wahrscheinlich ist das Wasser hier so rot, weil einfach so viele Menschen schon hier geripst wurden, dass das alles Blut von den Leuten im verdünnten Wasser ist. Oder es soll grundsätzlich Blut darstellen, ne? Das kann natürlich sein. Weil das hier auch alles diese Innereien und Venen sind und so. Kann das durchaus sein, dass es auch Blut einfach darstellen soll. Wie auch immer sich das jetzt vom Blutplasma oder ähnlichem unterscheidet. Kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Hier haben wir Luft und kommen raus. So. Unterwasserstellen nerven irgendwann. Haben wir aber. Jo, und jetzt stehen wir hier, ne? In der großen Pyramide. Ach, da unten. Was ist denn da für ein Kumpel? Hallöchen. Ja, uns kriegt er aber wie eh nicht, oder was? Das war einfach. Cool. Aber seht ihr, wie wir die Schrotflinte jetzt leer geschossen haben? Wir haben das ganze Spiel gespart, ne? Schon krass. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen wahrscheinlich uns runterarbeiten, könnte ich mir vorstellen. Gehen wir mal hier drauf, wo der Atlanta stand. Ach, da unten ist noch einer. Oje, oje. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an das Küstendorf von Tomb Raider 3. Wo dieser eine mit den Giftpfeilen oben steht und man den nicht kriegt. Von unten so richtig. So. Dafür hat sich doch die Magnum nochmal ausgezahlt. Jetzt müssen wir nur sehen, wie wir weiter da runterkommen. Springen wir mal auf dieses Stückchen Fleisch hier. Da drüben kann man dann auch stehen. Ich glaube, Ziel ist einfach wirklich hier runterzukommen und den da zu töten.
Ja, der hat uns nicht erschreckt, weil ich habe ihn schon gesehen. Okay, das war daneben. Mit dem am Kreis rennen hier. Ich schieße die ganze Zeit daneben. So. Wie viel Schuss haben wir jetzt? Ah, noch einer. Da ist noch einer. Da oben. Der kriegt jetzt Uzi. So. Haben wir es jetzt mal bald? Haben wir jetzt schon alle Gegner des Levels langsam hier? 11 von 18. Ja, viele sind es nicht mehr. Und schon wieder Medipack. Also unser Vorrat schrumpft definitiv. Schon krass hier alles. Also wirklich mit Atlantis, ich kann es nicht oft genug sagen, wollte Sabato echt nochmal wissen. Da unten würde ich gerne rein, wenn wir da hinkommen. Ist jetzt halt die Frage, ob das geht. Ja. Aber das war eher von hier geplant. Hier ist ja gar nichts. Oder sollte hier mal was sein? Sabato hat sich's anders überlegt. Alles möglich. Ach, da unten ist noch einer. Den kriegen wir aber von hier nicht. Ist die Frage, ob wir von hier überhaupt weiterkommen. Oh ja, wir sind unten. Weiß nicht, ob das so geplant war, aber es ging. Jetzt weiß ich nur nicht, der eine Atlanta steht jetzt irgendwo da oben rum. Da. Aber der kann uns eigentlich auch gestohlen bleiben. Also wenn wir jetzt hier weiter müssen, ist es eigentlich auch egal. Oh. Da warten Zentauren auf uns. Ne, irgendwas haben wir jetzt hier, glaube ich, nicht so richtig gemacht. Wo sind wir noch hier? Da müssen wir irgendwie auch lang. Ja, wir haben irgendwas abgekürzt. Ne, wir machen das schon richtig. Finde ich jetzt doof, hier abzukürzen. Mal da lang. Und darüber. Weil am Ende liegt da noch irgendwas, was wir halt verpennen dann. Wollen wir auch nicht. Da unten wartet der Atlanta. So viel zum Thema, wir spannen uns die Uzi für Nattler auf. Das machen wir auch. Nehmen jetzt dafür die Magnum. Müssen wir sie nur noch mal neu auswählen, weil wir runtergefallen sind. So. Dann nochmal hier hoch. Und darüber. So. Und darunter. Und jetzt den Kauz töten. Käuzchen. Wo bist denn? Okay, das schaffen wir nicht. Am besten direkt von da oben darüber springen, würde ich sagen. Entschuldigung, das war mein Mittagessen. Ach, jetzt springt sie wieder nicht. Also, ich bin echt heilfroh, wenn wir übermorgen, ist Mittwoch, da kommt Tomb Raider Remastered, ne? Endlich eine vernünftige Steuerung wieder haben. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Sehr, sehr, sehr. Dass sie nicht mehr so hackelig ist. Weil das nervt langsam. Herausforderung hin oder her. Ich mag es schon gerne, dass die Befehle ausgeführt werden, die man eingibt. Ne? Wie eben zum Beispiel. Mann, 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 Mann. Da brauchst du Nerven hier. Aber kann man nicht irgendwie... Ja, wie macht man denn das jetzt am besten? Hm. Ach, da drüben. Ach, das ist vielleicht auch so gedacht, dass wir hier runterrutschen und dann da drüben drauf zu kommen. Probieren wir es nochmal so weit wie möglich auf die Seite. Ja, nee. Das schafft sie, glaube ich, auch nicht. Am besten doch der Sprung von hier oben, ne? Speichern das jetzt nochmal ohne Waffen, dass ich die nicht jedes Mal einstecken muss. So. Kann man nicht hier stehen? Und dann mit einer Rolle irgendwie... Aber dann landen wir wieder auf der falschen Schräge, ne? Ist ja das Doofe. Jetzt steht der Kollege direkt neben uns. Nee, das schafft sie nicht. Kriegt man das hin, darüber zu kommen? So weit springen wie möglich macht sie auch nicht.
Puh, oder sehen wir irgendwo eine Hangelstrecke nicht? Dann machen wir erstmal den hier. Geht ja von hier oben auch. So, speichern, weil dann stört der uns wenigstens nicht. Das hätten wir die ganze Zeit schon machen können. Dann hat man auch nicht so einen Stress. Darunter können wir. Siehst du, wenn man sich ein bisschen umschaut in Ruhe, dann kann man es vielleicht auch... nee, kann man nicht. Da wollen wir rüber. Oder darunter. Das vielleicht. Kann sie das schaffen? Oh, Moment. Das kann man sogar noch packen. Ja. So, jetzt speichern wir mal hier. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Und da drauf. Nee, ne? Pff, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Da hoch wieder, aber da sind wir doch hergekommen, oder? Macht das Sinn? Springt jetzt alles wieder zurück am Ende, oder? Kann man natürlich auch machen. Keine Frage. Ist halt die Frage der Sinnigkeit an der Stelle. Kann man hier auf der Seite noch stehen? Aber wir können zumindest... Wir machen das... Wir haben doch eine Abkürzung. Wir nehmen jetzt die Abkürzung. Das ist mir jetzt egal. Das ist mir gerade irgendwie zu kompliziert hier. Es ist mir einfach zu kompliziert. Dann machen wir hier, nutzen wir mal unsere Skills, die Sabato ja sowieso manchmal auch voraussetzt. Und kürzen einfach ab. Weil es ist mir gerade irgendwie zu hoch hier. Im wahrsten Sinne. Wo war das jetzt nochmal? Da drüben, ne? Da wollen wir hin. Entschuldigung. Hier lang. Speichern. Und weiter. Weil das bringt ja jetzt hier auch nichts. Das war hier, dann wollten wir wohin? Da haben wir uns irgendwie runtergebackt, ne? Oder ging das? Ah, nee. Da sind wir jetzt falsch gerutscht. Aber irgendwie so war das doch. Also das nochmal. Das können wir schon mal speichern. Gehen tut das. Haben wir das vorhin gemacht? Dass wir nicht hier drauf gelandet sind. Oder habe ich da auch nochmal so... Ah... Da habe ich dann, ich habe zweimal, ja, dass ich dann auch wirklich so nach vorne, so. Ja. Und dann aber da runter. Oder? Ach, keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Irgendwie so. Dann machen wir es halt mal so. Aber dann landet man wieder da. Das wollen wir nicht. Also schon richtig, wie wir es gerade gemacht haben. Dass es geht, wissen wir, weil wir haben es schon gemacht. Das ist das Gute daran, dass wir nicht irgendwas vergebens probieren. Ah, Mist. Das ging auch vorhin so einfach. Da sind wir beim ersten Mal automatisch drauf gelandet. Irgendwas haben wir anders gemacht. Von hier oben vielleicht. Ach so, wir sind, glaube ich... Nee, so nicht. Ach doch. Und dann Rolle. So haben wir das gemacht, ne? Lassen wir es doch dabei. Gut, und machen dann hier beim nächsten Mal weiter. Zum Finale des Spiels. Dann sehen wir uns hier wieder. Ciao.